starten wir direkt rein. Es geht natürlich weiter mit GTA San Andreas. Wir sind ja gerade dabei, die letzten paar Missionen von San Fierro zu machen und dann wahrscheinlich schon bald weiterzugehen in Richtung genau, den Kurier, den haben wir das letzte Mal geholt, aber dann nicht mehr gespeichert anscheinend. Ist nicht so schlimm, wir haben unsere ersten 100.000 gemacht, das ist sehr nice. Ich würde sagen, wir checken mal kurz die Map, was müssen wir denn jetzt alles noch machen? Wir haben hier ein W als Mission nur noch und das war's, glaube ich schon, ne? Es sind noch ein, zwei Missionen dort und dann geht's hier schon Richtung Las Venturas. Und da bin ich sehr hyped drauf. Eine gesunde Beziehung beinhaltet auch Vertrauen bei Freundschaften, sowieso. Sowieso. Fendt, oha! Fendt ist jetzt richtig am Eskalieren auf TikTok. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, mein Bester. Für deine ganz... was macht die Polizei da? Was soll denn das? Für deine ganze Unterstützung auf TikTok. Übel korrekt, mein Bester. Vielen, vielen Dank. Guck mal jetzt. Wir sind aber noch ein Goal hier. 5 von 10 Abos, ey. Das wäre natürlich auch eine Aktion, nicht wahr? Kannst du mal ein Video machen, wie man viel Geld bekommt? Erik, habe ich auf YouTube. Bist du schon auf YouTube am Start? Weil da habe ich das gemacht. Aber prinzipiell immer die... prinzipiell kann ich dir empfehlen, immer Cayo Perico heißt und Nachtclub mit möglichst viel MC. Das ist eigentlich immer so die Standard-Taktik. Jetzt bist du auch da, Sammy, Beste. Sehr gut. Ja, Sammy, wenn du willst, morgen kannst du vorbeikommen, dir der Soli abholen. Morgen bin ich da den ganzen Tag. Sehr gut, blutiger Wolf, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's? Wie steht's? Oh Gott. Helikopter, wir fliegen. So, müssen wir jetzt Heli fliegen, bitte nicht. Ja, besser ist es. Oh je, was machen wir hier? Müssen wir... Stimmt, wir müssen doch jetzt hier... Wir haben ja das letzte Mal mit dieser richtig ekelhaften Mission... Bei dieser richtig ekligen Mission haben wir doch letztes Mal diesen... Da mussten wir doch dahin schwimmen, tauchen, wie auch immer. Und... ich kann nicht schießen. Ach da, falsche Taste. Ein paar, die Wanze anbringen. Und jetzt müssen wir anscheinend hier mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Ich habe so storymäßig jetzt nicht ganz mitbekommen, warum. Also was haben wir gegen die Leute hier? Gegen diese netten Herrschaften? Oh mein Gott. Oh Gott. Ist das der normale Plan von der Mission oder war ich einfach nur scheiße? Das ist so ein bisschen die Frage. Jo, André ist richtig am Eskalieren auf TikTok. Vielen, vielen Dank. Konnte die Woche leider keinen Schrottplatzraub machen. Uff, warum nicht? Hast du ja noch ein bisschen Zeit. Hast du doch bis Mittwoch, Florian. Wie gesagt, Erik, guck, mach, du, am besten guckst du dir mal einen Guide zum Cayo Perico heißt an. Aua, das war ein kleiner Fail gerade. Bisschen abgelenkt gewesen. Hupsi! Ah ja, Sammy, das zeigt, dass du da wohl lange nicht da warst, ne? Hä, kann ich das, geht das überhaupt silent? Geht das überhaupt silent? So, jetzt haben wir auch die Shotgun hier. Boah, fuck, guck mal auf mein Leben. Ich überlege, ob wir den nicht direkt trotzdem nochmal neu starten, die Mission. Weil mit so wenig Leben... Ja, ich weiß nicht mal, ob ich getroffen wurde oder einfach nur mit dem Fuß umgeknickt habe. Ich glaube, ich habe mir den Fuß verknackst oder so und deswegen bin ich gestorben. Der hat mich doch niemals getroffen gerade. Ah, der da oben hat mich gekillt, der kleine. Oh, den haben wir aber, oder? Ich finde so geil, wie simpel einfach früher die Missionen immer waren. Ich hätte gerne seine Waffe gehabt. Wo sind die hin? Weil so eine MP wäre schon recht angenehm. Starking. Starking, seit wann heißt du eigentlich Starking Plus und nicht normal Starking? Das frage ich mich seit Wochen. Ja. Haben endlich mal eine richtige Waffe, jawohl. Haben wir? Sniper, Junge. Mit der MP gesniped wie ein Profi. Das ist definitiv eine Lüge. Ach ja. Oh Gott. So ein Ding, Sammy. So ein Ding. Wo ist der? Lebt er noch? Ist er tot? Wir wissen es nicht. So wie der die Waffe hält, habe ich die Befürchtung, dass er noch lebt. Win-Roboter! Na, wie geht's dir mal besser? Hattest du einen guten Start in die Woche, hoffe ich. Brauchen wir mehr Munition und Leben vor allem. Ja, sag ich doch. Das ist immer, generell, die Steuerung ist halt in GTA San Andreas immer etwas. Kill mich. Kill mich, Junge. Geht doch, noch einmal. Auf, komm schon! Komm! Ja, besser ist es. Die Steuerung ist halt immer in GTA San Andreas etwas, naja, kreativ trifft's, glaube ich, ganz passend. Oh yes, das war gut, der Kill. Das erste Mal, dass wir es komplett silent geschafft haben. Ist euch das aufgefallen? Solche Profis. Guck, jetzt guckt der da hinten nämlich auch weg. Und jetzt können wir die Mission sogar silent schaffen, glaube ich. Wenn wir richtig gut sind, schaffen wir die silent. Letzte Mal hatten wir halt immer das Problem, dass der direkt... Oh, fuck. Ist ja gerade erst gespawnt? Okay, wir brauchen die Waffe von ihm. Oh, shit. Digga, nimm doch die Waffe! Junge, das ist ganz kompliziert hier, sag ich dir ehrlich. Ja. Hier ist doch jetzt safe mal so ein Herz, oder? So ein Lebens... Elixier! Das brauche ich! Zum Überleben! Hier, ich gucke aktuell eine neue Serie auf Netflix. Hat die irgendjemand von euch schon mal gesehen? Und zwar Resident Alien. Spielst du eigentlich noch GTA RP? Aktuell ist ein bisschen pausiert, um ehrlich zu sein, Wölfe in der Unterwelt.
aber bald wieder. Also der Plan ist jetzt so ein bisschen, jetzt die Woche GTA San Andreas durchzubekommen. Und dann ab nächster Woche wieder GTA RP und GTA RP. GTA RP und GTA 4 zu spielen. Ich hätte auch die ganze Zeit schon gerne mehr GTA RP gespielt wieder. Aber dann war halt die ganze Zeit irgendwas in GTA Online, ne? Das hat ja so ein bisschen durch den Klackenbell heißt, das hat halt immer Priorität, ne? GTA Online und GTA 6 haben immer Priorität. Also GTA 6 ist Priorität 1, danach kommt direkt GTA Online und dann kommt halt der Rest. Und durch den Klackenbell heißt, war natürlich da jetzt ein bisschen, naja, ein bisschen, ich habe ja nur bestimmte Slots sozusagen mit Streams und dementsprechend, hier ist eine Waffe, sehr gut. Und deswegen muss ich da immer so ein bisschen gucken. Maschinenpistol-Skill verbessert, besser ist das. Habt ihr den Sprung gesehen? Munition? Ein bisschen. Munition hat man nie genug. Haben wir. So. Jetzt würde ich eigentlich noch ganz gerne irgendwie nochmal Leben nehmen. Oh Gott. Ah, die Mission war das. Doch, die war richtig eklig. Aber wenn ich jetzt hier den Teil hochkletter, den ich eigentlich laut Missionsplan ja nicht machen müsste, ich muss ja eigentlich nur noch darunter, dann kann ich doch safe hier noch irgendwas in Bonus finden. Irgendwie eine Weste oder sowas. Also wenn ich das Level so designt hätte, dann hätte ich das so gemacht. Wenn ich in den extra Meter sozusagen laufe, dann bekomme ich hier doch auch bestimmt irgendwas ganz Tolles. Eine schusssichere Weste, Leben, irgendwie sowas. Würde ich jetzt fühlen. Aber irgendwie nicht. Ha! Weil ich vermisse deine RP-Videos. Ich habe auch wieder Bock. Also ich habe wirklich Bock auf RP. Dementsprechend... Oh, shit. Haben wir das überlebt? Ja. Oh mein Gott. Dementsprechend wird auch auf jeden Fall wieder kommen. Aber das wird dann mehr so das Projekt für den Sommer wieder. Und so ein bisschen ins Projekt für den Sommer. Wir brauchen Leben, Freunde. Ey, Wölfchen! Du bist ja wach! Ich dachte, du bist am Schläfchen machen. Oh, ist er down oder steht er gleich auf? Du bist ja da. Ich dachte, du machst Winterschlaf. Ey, ist bei euch auch so geiles Wetter heute wie bei uns. So unglaublich. Meine Freundin Julia ist gestern nach Schweden, nach Spanien geflogen. Wegen gutem Wetter. Die haben nur Regen. Und bei uns jetzt hier strahlen bester Sonnenschein. Digga, ernsthaft. Hat nicht irgendjemand noch gerade was geschrieben mit Granaten? Ah, da kommen bald Gegner mit Granaten. Perfekt, gut, dass du es geschrieben hast. Alles nochmal, als ob dann unten die Katze ihn nicht gespeichert hat. Was ein Shit. Okay, Freunde, jetzt drückt mir die Daumen, dass wir es schaffen. Okay. Nee, ich werde definitiv RP wieder mehr machen. Erstens, weil es Bock macht. Zweitens, weil es halt natürlich auch einfach strategisch Sinn macht im Sommer, wenn wir von Rockstar halt wenig Content bekommen. Wie kriege ich das Silent hier hin? Jedes Mal erwischt der Typ mich. Oh, shit. So, jetzt haben wir aber gleich eine Waffe wenigstens. So. weil dann habe ich natürlich im Sommer richtig gut Content mit RP und es kommt natürlich auch gut bei euch an, ne? Also deswegen, es ist auch durchaus in meinem Interesse, viel RP zu machen. Und ich weiß ja, dass ihr es feiert, ich finde es auch nice, also es ist eigentlich Schnapp für alle. Ich hätte es auch wahrscheinlich schon wieder angefangen oder mehr gemacht. Ich mache es nur aktuell aus zwei Gründen nicht. Grund Nummer eins ist, ich will diesen GTA-Marathon endlich abschließen. Ich hasse es, dass wir ständig irgendwelche Projekte anfangen, aber nie zu Ende machen. Und da dachte ich mir diesmal, nein. Aber vor der Gamescom werde ich definitiv wieder ein bisschen mehr RP machen. Safe. Du hast doch guten Draht zu JG Gaming. Ist ein Partner von mir, ja? Klar. Kann ich helfen? Hast du Problem oder was? Oder willst du dich nur bedanken, dass alles so toll ist? Warum despawnt die Waffe? Was soll das? Welche Teile kommen noch? Also wir machen jetzt die Woche, ist der Plan, GTA San Andreas abzuschließen. Die Woche jetzt GTA San Andreas. Und dann nächste Woche, in einer Woche GTA 3 fertig. Also als nächstes kommt danach GTA 3. Und dann starten wir direkt mit GTA 4. Das wird wahrscheinlich am längsten dauern. Und dann, sobald der zweite... Also, ich will auf jeden Fall GTA 3 fertig haben. GTA San Andreas und GTA 3 fertig haben. Bis zum zweiten GTA 6 Trailer. Das ist auf jeden Fall das Live-Goal. Sozusagen. Ob wir dann direkt mit GTA 5... Also, ursprünglich wollte ich nach dem zweiten GTA 6 Trailer mit GTA 5 Story anfangen. Das werden wir aber, wenn der jetzt wirklich Mitte April kommt, realistisch nicht schaffen. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ich will definitiv den Dings fertig haben. Ich will definitiv GTA 3 fertig haben. Kannst du mal fragen, wieso keine Paysafe-Karte geht? Weil es einfach viel zu teuer ist. Also die Gebühren von Paysafe sind einfach viel zu hoch. Es geht alles gefühlt, außer Paysafe. Also, ich habe die ganze Zeit auf Astro gespielt, aber ich hätte richtig Bock, ich habe eine Frage, da bin ich ein bisschen unschlüssig aktuell, weil mir hat jetzt wieder jemand geschrieben, ob er für mich einen Server machen soll. Es gibt eine sehr, oh ja, das habe ich gesucht vorhin, es gibt eine Mod, die finde ich sehr geil
Und zwar ist es die Las Venturas Map. Es gibt eine Las Venturas GTA 5 Map. So Wüste und so. Saugeil. Habe ich auch schon öfters mal in Gameplay, also als Gameplay für Videos benutzt. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die finde ich sehr geil. Das Problem ist mit dieser Map, sie ist halt nicht fertig. Also es sieht sehr buggy aus, weil einfach die Ränder sozusagen von der Map nicht fertig sind. Bedeutet, wenn man zu weit an die äußeren Ränder kommt, dann ist da halt einfach, das sieht richtig verbuggt aus. Jetzt ist die Frage, findet ihr das schlimm? Weil die Map an sich ist geil. Man darf halt nur nicht probieren. Ah, fuck, ich wollte wegrennen. Man darf halt nur nicht probieren, die Map zu verlassen. Aber wenn man, also, das muss man halt regelmäßig dann irgendwie machen. Weil sobald, wenn du mit dem Auto fährst, ist es jetzt nicht so das Problem. Das Problem fängt dann an, ganz viele Flüchtlinge. Das Problem ist dann, wenn du anfängst zu fliegen. Weil aber sonst ist die Map übel geil. Aber sie ist halt, der Rand ist halt kacke. Also wenn du so ein Video zum Beispiel da aufnimmst, dann ist das gar kein Problem. Weil da weißt du ja, wo du ungefähr hinkommst. Dann gehst du einfach nicht hin, wo es komisch aussieht. Und dann sind die alle glücklich. Digga, Jungs, könnt ihr auch mal ein bisschen laufen. Problematisch wird es also eigentlich nur an den Stellen, wo die Map zu Ende ist. Und das kannst du natürlich, wenn du das als RP-Server machst, nicht verhindern, dass da Leute gegebenenfalls auch hingehen. Ne? Deswegen ist die Frage. Aber ansonsten bietet es halt eine sehr, 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 sehr geile Map. Wir hatten die damals auch getestet für einen neuen Server. Da haben wir dann gesagt, wir lassen es, weil die Map eben an den äußeren Rändern zu... Also ihr müsst euch das so vorstellen, die Map ist im Prinzip wie so ein Zettel. Ihr habt, das ist die Map-Oberfläche. Ja. Der Zettel ist die Map-Oberfläche. Dann habt ihr hier, warte, so, da habt ihr da eure Berge und alles, ja. Also so im Prinzip habt ihr hier die Oberfläche von der Map. Aber diese Map, diese gesamte Karte, die schwebt einfach in der Luft. Das heißt, wenn ihr hier an den Rand geht, dann ist da unter einfach nichts. Da ist einfach dann das Wasser von der GTA 5 Map. Ja, das heißt, das schwebt im Prinzip einfach so in der Luft. Dieses gesamte Ding. Und wenn ihr aber hier auf der Ding rumlauft, sieht es aus wie eine komplette Map. Aber wenn ihr halt an die Ränder geht, dann sieht es halt komisch aus, weil die einfach runterfällt. Das, was man aber sieht, wenn man in der Mitte sozusagen bleibt, ist halt brutal geil. Also das ist wirklich richtig, richtig nice. Deswegen bin ich ein bisschen am Überlegen, ob man das nicht dann trotzdem macht und dann halt einfach, ja, das ist dann, es ist halt nicht perfekt, aber hey, scheiß drauf so, dafür ist die Map halt wirklich was Besonderes und halt wirklich geil. Also, ist halt die Frage, wie seht ihr das? Ich hatte schon überlegt, ob man dann halt einfach sagt, auf dem Server gibt es halt einfach keine Flugobjekte, es gibt einfach keine Helikopter und keine Flugzeuge, es gibt zwar einen Flughafen, aber der ist dann halt nur für staatliche Fraktionen oder sowas. Weil bei denen kann man ja, sollte man davon ausgehen können, dass die sich besonders gut an die Regeln halten. Sollte man meinen. Digga, war der schlecht hier dafür, dass er ein Kung-Fu-Meister ist. Ich finde es eigentlich nach wie vor eine geile Sache, weil es halt auch nochmal was Besonderes ist. Habe ich so auf einem Server noch nie gesehen. Was mich eigentlich wundert, warum. Aber wahrscheinlich alle wegen dem gleichen Grund. Es ist halt, ja, ein bisschen schwierig. Da muss halt die Community wirklich dabei bleiben. Man könnte natürlich einfach außen überall Zäune hinmachen, sodass man da gar nicht vorbeikommt. Und sagen, es gibt keine Flugobjekte, es gibt keine Flugzeuge, keine Helikopter, außen einen Zaun rum, wo man weder drüber klettern kann, noch drüber fahren kann und fertig. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man dann einfach da gar nicht wegkommt, das wäre eine Option. Das könnte man natürlich machen, wäre halt sehr, sehr aufwendig, weil man halt einfach diese Map machen muss, die einmal um das gesamte Ding geht. Aber es wäre geil. Ich glaube, dass umso länger ich drüber nachdenke, umso geiler finde ich es eigentlich, um ehrlich zu sein. So, San Fierro. Da sind wir. Und das war's dann mit der Mission, oder? Da sind wir fast fertig. Noch eine Mission von Woozy hier und dann haben wir's, oder? Puff. Och nö, jetzt nerven die Cops wieder. Mensch. Ja, ich will eine Scheibenerde. Hä? Wieso betonst du das so? Das ist doch normal. Die Erde ist doch eine Scheibe. Trinkwater. Hallöchen. Wie geht's dir? Ja. Wer ist eigentlich alles am Start? Immer wenn wir so Story-Games spielen, besonders jetzt natürlich geht ja Marathon, da ist immer der Chat so ruhig. Da ist immer der Chat so komplett ruhig. Also ich kann euch die Map mal zeigen. Ich habe die auch schon öfters mal, ich hatte mit dem mal eine Koop, dass ich die einfach ein paar Mal in meinen Videos benutze und dafür kriege ich die Map gratis, weil die kostet nochmal ziemlich viel Geld. Aber die ist geil. Warte, ich zeige euch die kurz auf Twitter. Ihr kennt die. Vom Sehen kennt ihr die 100 Pro. Und die ist echt geil. Ich will die eigentlich wieder haben. Und ich habe die jetzt mir locker ein halbes Jahr oder so nicht angeguckt, ne? Das bedeutet, inzwischen ist die Safe deutlich weiter nochmal. So, Las Venturas Project. Hier. Das hier. Ja, die haben das nochmal verbessert. Es gibt die ersten Casinos. Die ersten Maps gibt's. Aber guck mal hier, das sieht halt alles irgendwie noch nicht so richtig fertig aus, ne? Ist alles irgendwie noch sehr kahl. Und lieblos. Bisschen schwierig. Aber hier, das sieht halt schon brutal geil aus. Also, damals die Map an sich war geil. Aber zum Beispiel der Staudamm, da ist oben eine Straße drauf. Wenn ihr dann,
Da hier die Brücke zum Beispiel. Nee, das war genau, das war die Brücke. Und wenn ihr hier die Hälfte ab der Brücke, da bist halt unsichtbar runter, unter die Map gefallen. Da müsste man dann zum Beispiel eine Absperrung machen. Aber Teile von der Map wie das hier oben rechts, das hat man, glaube ich, auch mal in einem Gameplay von mir gesehen. Das war halt brutal gut. Also das hier, die Stadt sieht richtig, 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 richtig geil aus. Und ja, ein paar Interieure und so haben noch gefehlt. Der Flughafen ist auch mega gut. Können wir auf die Webseite kurz gehen, gucken, wie weit die da sind. Download, watch the trailer. Ist auch, die Webseite ist auch richtig gut gemacht. Der Flughafen gefällt mir wie immer am besten. Ja, ist halt nicht so riesig, die Map, ne? Das ist hier. Das ist nicht die vollständige Map. Das ist nicht die vollständige. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist hier wirklich die Map. Also hier ist Ende. Das ist wirklich nur der braune Bereich. Alles andere ist wirklich Ende. So. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wenn man aber jetzt natürlich auf die nicht 5M-Variante geht, sondern auf die Singleplayer-Variante. Hallo? Hier, Story-Mode. Da ist die Map ja meistens schon ein bisschen weiter. Oh, da gibt es hier schon billiger für 5 Euro. Nee, da sieht die Map auch nicht so weit aus. Aber die ist eigentlich weiter. Aber ich bin noch auf deren Discord, warte mal. Die Map ist mit Sicherheit deutlich, deutlich größer. Las Venturas Project, hier. Previews. 7.3., das ist relativ aktuell. Fort Carson kriegt ein Update. Blub, 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 blub. Screenshots, so. Also wenn ihr euch das so anguckt, warte, sieht schon sehr geil aus. Auch hier, das ist meine Lieblingsstelle eigentlich mit dem Rathaus. Das ist schon brutal geil. Und wenn wir jetzt hier bei Announcements, klar, das ist jetzt ein bisschen Trailer, was zugegebenermaßen natürlich immer ein bisschen optimiert aussieht. Aber trotzdem, das ist die Stadt im Prinzip hier. Hallo, warum ist das nicht Vollbild? Ja. Das ist jetzt die Stadt im Prinzip und mitten halt in der Wüste, ne? Das ist halt schon ziemlich geil. Eislux, danke schön für deine Geschenke auf TikTok. Kuss, mein Bester. Vielen, vielen Dank. Finde ich zu klein. Ja, aber was denn zu klein? Wir haben doch, wenn das ein Server von, sozusagen von meinem Kanal wird, dann spielen da sowieso nicht mehr als 50 Leute gleichzeitig. Jetzt sind wir mal ganz realistisch. Wahrscheinlich eher ein bisschen weniger. Was willst du dann mit einer riesigen Map? Weißt du, wofür? Wo du keine Sau kennenlernst. Also du merkst, ist doch viel geiler. Du hast eine Stadt, die wirklich klein ist, wo du auch auf Leute triffst. Und dann hast du halt hier die ganze Wüste, wenn du deine Ruhe haben willst, so mäßig, weißt du? Das reicht doch. Also, dieses immer größer und so, ich bin da kein Fan von, sag ich dir, wie es ist. Guck mal hier, was für ein Update, Junge. So sah die Map vor dem Update aus, warte. So sah die Map, genau, da waren hier nämlich Baustelle. Da habe ich in meinem Video, wo ich das als Gameplay benutzt habe, war hier sogar noch so eine Baustelle. Boah, sieht schon nice aus jetzt, ne? Schon deutlich nicer. Alter, ich finde, das sieht schon sehr, 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 sehr nice. Ich finde, das sieht schon echt geil aus, die Stadt. Vor allem, es wirkt einfach mal wirklich ganz anders. Egal, was ihr macht, immer mit diesen ganzen 5M, GTA 5, Los Santos RP-Servern, die sind natürlich, hat man das eine mehr eine Map, das andere hat die Map. Und als wir jetzt auf Astro gespielt haben, haben die ja diese riesige Waldmap im Norden. Und da hast du das auch gemerkt. Also das war halt schon krass. Aber das hier sieht halt nochmal komplett anders aus. Und das finde ich halt schon sehr geil. Kevin Sens, was geht mal besser? Guck dir das an, das Rathaus. Das ist wirklich die geilste Stelle, finde ich, auf der gesamten Map. Sieht so schön aus, dieser Park mit dem Rathaus. Also ich finde das schon wirklich sehr, sehr, sehr hübsch gemacht. Aber ein bisschen weniger Interieure einfach. Und weil es halt eine komplett custom Map ist, ist man halt auch voll auf die angewiesen und hat halt keine Open Source Mods, wenn ihr es so wollt. Ja. Aber das ist sehr, 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 sehr geil. Ich kann das mal weiterleiten. Ich finde es, glaube ich, ich finde das ein gutes Projekt. Wenn man das mal in Angriff nimmt für einen Server, ist dann halt einfach nicht so in dem Sinne groß, aber vielleicht supportet es ja auch die Hersteller von der Mod, wenn man da vielleicht mal ein bisschen streamt und so weiter. Schau dir das mal an. Fände einen Server auf der Map mega. Ja, deswegen müssen wir mal schauen. Aber das fände ich wirklich sehr, sehr nice. Digga, warum habe ich das jetzt Ach so, weil der das jetzt kommentiert hat. Oppressor MK2, 2018 kam die ins Spiel, WTF. Naja, ja, das so als kleines Zwischending. Aber, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde es feiern. Wenn du GTA 5 spielst, machst du dann die 100% voll? Ja, ich glaube nicht. Wir spielen die Story komplett. Wir gucken, dass wir vielleicht alle drei Endings spielen nochmal. Halt eins machen wir direkt und in die anderen spielen wir dann halt einfach in der Story-Wiederholung sozusagen. Aber ich glaube, auf 100% sehe ich nicht so den Sinn, um ehrlich zu sein. Also dieses Gegrinde auf die 100%, ich kann es verstehen, dass das Leute machen. Aber mir persönlich ist das zu langweilig, sag ich dir, wie es ist. Also zu
zu sehr verschwitzt. Also das macht mir einfach keinen Spaß. Dieses Perfektionistische dann, bei so Sachen bin ich nicht so der Perfektionist, muss ich gestehen. Speichern mag, gar keinen Bock, die Mission von eben nochmal machen zu müssen. So, nice. Und ich glaube, jetzt so langsam kommen wir mal nach Las Venturas. Donnerstag holst du die PS5. Alter, nice. Dann können wir vielleicht die neue Eventwoche schon zusammenspielen. Boah, mach ich mir jetzt einen Holy eigentlich schon. Wäre sehr gerne auf dem Server am Start, ja, siehst du? Weil es halt mal was Neues ist. Das ist dann halt nicht so perfekt von den Map-Rändern und so, aber scheiß drauf. Soll man halt einfach nicht hingehen, also ganz einfach. Ich hol mir mal ganz kurz Wasser, gell? Ich bin sofort wieder da. Hi. Yeah. CJ, I work to call you. Hi, what's up? I'm rigging a car with the factory. Drop around the garage downtown. Cool. Geht ja schon wieder weiter. So flott geht es hier. Hey Kuchen, was geht, mein Bester? Ja, hier Kuchen, wir haben eben Echo-Lichterkette an. Kuchen, wir haben eben gerade hier schon drüber gesprochen, warum die Las Venturas Map so geil wäre. Und das, weil du ja auch eben meintest, also für alle anderen gerade das Hintergrund, Kuchen hat überlegt, einen Server zu starten. Und ich probiere ihn jetzt zu überzeugen, die Las Venturas Map zu benutzen. Und du hast ja gesagt, die wäre zu klein. Aber ganz ehrlich, wie viele Spieler hast du denn wirklich realistisch? Also wirklich ganz realistisch. Hast du vielleicht, selbst wenn ich den Server bewerbe, so High Prime Time zwischen 50 und 80 Spielern? Ganz realistisch. Tendenziell wahrscheinlich eher 50. Und braucht man dann eine große Map, wo du dann nie mal auf Leute triffst? Ich meine, im RP geht es ja um Roleplay, um eben auch die Interaktion mit anderen Spielern. Und wenn die Map da ein bisschen kleiner ist und du öfters auf Leute triffst, ist doch viel geiler. Und du hast ja dann eine Stadt, wenn du auf Leute treffen willst, gehst du in die Stadt und dann triffst du safe jemanden, weil die Stadt nicht so groß ist. Und wenn du in Ruhe hast, gehst du halt ins Land und das ist nice. Dementsprechend, das ist natürlich dann ein Server, der ist ja die Map. Wir hatten uns den damals doch zusammen sogar angeguckt. Das Problem ist ja, dass die Karte nicht so schön an den Rändern ist. Aber du nimmst dann einfach die Karte, machst ins Regelwerk rein, du darfst sie nicht verlassen, lässt einfach Flugzeuge und Helikopter werden einfach nicht benutzt, Punkt. Gibt's nicht, ganz einfach. Und machst außenrum einmal einen Zaun, dass du mit dem Auto oder zu Fuß gar nicht an die Ränder der Map kommst. Und dann hast du dann einfach diese Karte, wo außenrum ein Zaun ist. Bumm, fertig. Und dann hast du das Problem nicht. Weißt du, was ich meine? Und dann ist das auch mal ein Konzept, was sich ein bisschen abhebt von diesem Standard-RP-Servern, die einfach, die mir einfach irgendwie nichts Neues bieten, so mäßig, weißt du? Und es geht ja beim RP auch nicht darum, es geht ja beim RP auch nicht darum, jetzt hier die Fehler auszutesten, sondern es soll ja eigentlich nur darum gehen, eine geile Atmosphäre und eine geile Umgebung zu schaffen, um Roleplay, um Interaktion mit anderen Spielern zu schaffen. Und das schaffst du ja relativ easy. Also dann sagst du einfach, die geht nicht an die Ränder, Punkt. Da ist die Map einfach zu Ende. Das ist einfach, klar, die Map ist da nicht so schön beendet. Nicht einfach Wasser außenrum, was natürlich sauberer wäre. Aber ist doch egal, so, weißt du, was ich meine? Also, da muss man halt auch einfach mal darauf vertrauen oder darauf hoffen, dass die Leute auch RP machen wollen. Und deswegen würde ich dann auch sagen, Hardcore-RP-Server und, also nicht, vielleicht nicht Hardcore, aber schon so 90%. Und dann lieber auf Qualität gehen. Und dann geht dann auch da keiner an die Ränder, ganz einfach. Da kann man eine Barriere hin machen. Ja, ist halt aufwendig, ne? Musst du halt alles manuell machen. Aber da setzt du dich halt mal 2 Stunden hin. Oder ein bisschen länger wird es wahrscheinlich dauern, aber dann halt mal einen Nachmittag oder einen Abend hin und dann ist das auch gemacht. Also ist jetzt nicht so das Problem. Ich würde es sehr feiern, es ist auch nicht so aufwendig. Sprich am besten mal mit Lost Systems, weil der hat ja schon einiges eingestellt. Vielleicht kann man da einiges auch übernehmen von den normalen Sachen, Handy und so Sachen. In der Nähe der Chemikalienbehälter. Ich würde es auf jeden Fall sehr, 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 sehr feiern. Aber ich habe dir ja so ein paar Sachen geschickt. Vielleicht kannst du das dir mal da Gedanken drum machen. Und mir dann schreiben. Weißt du, wie lange die Bannwelle geht? Nope. Aber ändert auch nichts. Es ist ja nicht so, dass Rockstar Games nur in Bannwellen bannt und dann nicht mehr so, weißt du, was ich meine? Sondern die bannen ja dauerhaft. Dementsprechend. Guck mal hier, ohne zu schießen mache ich die Mission. Aua, 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 aua. Jetzt bitte nicht nochmal getroffen werden. Jetzt Checkpoint und dann haben wir unsere Ruhe. Fahr mit dem Auto die Rampe hoch. Oh je, jetzt hoffen wir, dass wir nicht getroffen werden. Aber das fände ich sehr geil. Also die Karte finde ich mega. Ich bin auch echt am überlegen, mir die nochmal für einen Singleplayer runterzuladen, einfach nur um Gameplayer für Videos aufzunehmen. Weil ich finde die so geil. Ist einfach mal wirklich ein ganz anderes Ambiente. Und ganz ehrlich, dann scheiß einfach drauf, dass da halt mal auf unsere Lebensanzeige. Wir sind so tot. Ja, Mittwoch geht auch. Müsste. Ja, wüsste jetzt nicht, wieso nicht. Hallo, ich brauche ein Auto. Nehme ich halt das hier. Hallo, guten Tag. CJ, mein Name. Ich bräuchte bitte einmal Ihr Fahrzeug. Vielen Dank.
Ich habe mir vorhin eine Babymelone geholt. Die heißt wirklich so. So eine Mini-Wassermelone. Übel nice. Pauz, Hallöchen. Pauz ist auch da, habe ich jetzt erst gesehen. Und Akro ist auch da. Hey! Was in Las Venturas passiert, bleibt in Las Venturas. Yes! Und das speichern wir direkt mal. Sicher, sicher. Puff! Und dann kriegen wir jetzt einen Anruf und dann geht's nach Las Venturas, glaube ich, oder? Jetzt erst. Ja. Also ich glaube, unterbewusst habe ich es gesehen, aber irgendwie nicht so richtig bewusst. Oh, und jetzt haben wir ein Fragezeichen. Oh yes! Es geht Richtung Las Venturas, Baby! Las Vegas, Baby! Wir haben unser erstes Safehouse da drüben. Los geht's! Ist Las Venturas ein Abo, ja. Es ist ein Abo. Ich hatte aber mal mit denen eine Collab. Ich weiß aber nicht, wie das ausgegangen ist. Der hatte mir mal kostenlos das zur Verfügung gestellt, um es mir mal anzugucken. Ich weiß aber nicht, ob der das nochmal macht, um ehrlich zu sein. Und das war dann noch die Singleplayer-Variante. Also ich glaube, du musst dir die Dings holen. Ich glaube, du musst das Abo holen, ja. Deswegen sage ich ja, überleg dir ein Konzept, wie du das alles finanzieren willst und das vorher überlegen. Las Venturas, Baby! So! Oh, Freunde, ich hab Bock. Irgendwie nachmittags streamen ist manchmal ein bisschen nicer als abends, weil abends bist du dann schon so fertig, K.O., müde. Und mittags hast du noch die volle Energie. Yippie! Guck mal hier, jetzt fahren wir nach Las Venturas. Holy moly, do. Alles klar, Sammy, mach's gut. Schön, dass du dabei warst. Paul Platz folgt mir jetzt auf TikTok. Vielen Dank. Paul Platz, haben Sie irgendwas zu tun mit dem Pauz? Irgendwie, der Name ist ähnlich. Terror ist jetzt auch am Start, alle, beziehungsweise die ganze Zeit schon auf YouTube am Start. Ehre. Sehr gut. Also wirklich alle Leute, die auf YouTube den Stream schauen, das ist sehr, sehr ehrenhaft. Sammy, wenn du willst, kannst du natürlich auch gerne wie immer im Hintergrund offen lassen. Spion Katze, hallo. So, jetzt sind wir in Las Venturas. Oh, Leute, die Gegend hier kommt mir so neu vor, als hätte ich es noch nie gesehen, sag ich dir ganz ehrlich. Kommt mir völlig neu vor hier. Hier echt. Digga, ich habe es noch nie gesehen. Doch, oder? Ja, doch, so ein bisschen ganz entfernt kommt es mir bekannt vor. Aber wirklich sehr entfernt. Ganz weit weg. Hallo? Listen, me and Caesar have used our contact. Now there's a showroom around the block that's come up for sale. Sebastian, nee, heute spielen wir kein GTA Online. Am Mittwoch wieder. Mittwochabend spielen wir wieder. Du wehrst dich noch gegen TikTok, kann ich verstehen, mein Lieber. Das kann ich nachvollziehen. Vor allem in Las Venturas geht es erst richtig los. True, ja. Das stimmt. So, wir haben hier ein Fragezeichen. Ich habe auch ganz viele Fragezeichen. Da. Oi, guck mal, siehst du Monster Truck? Ich glaube, den dürfen wir gleich mal kutschieren. Theo, danke schön für dein Follow, mein Lieber. Habt ihr gesehen, wir haben heute auch mal wieder die 154.000 auf YouTube geknackt. Einmal GG und dafür in Chat, bitte. Hm. 154.000! Das war Rekord, Junge. 4 Tage haben wir jetzt gebraucht für 1.000, glaube ich. Völlig verrückt. Hört ihr eigentlich das Game oder ist es zu leise? Second and third, who the fuck are you? The fuck are you? Und wir haben auf Es Kickt die 2000 Stunden Wiedergabezeit geknackt. Das heißt, wir haben die Hälfte, also ein zwei Drittel bis zum kleinen YouTube-Partner und die Hälfte von den 4000 für den normalen YouTube-Partner. Oh mein Gott, Freunde, wir kommen dem Ganzen immer näher. Nice. So, rein hier. Oh, achso, ist das ein Rennen? Oh, das ist ein Zeitrennen, glaube ich. Weil wir haben oben rechts, das seht ihr nicht, das ist hinter der Facecam. Da ist so ein Zeit, also ist ein, da läuft die Zeit und Checkpoints. 35 Checkpoints. Oh. Zeigt deinen Stream auf YouTube an. Auf dem Zweitkanal streame. Nicht auf Julex, auf Es Kickt. Akronym. Das wäre natürlich nice, wenn du da ein bisschen reinschaust. Genau, auf dem Zweitkanal ist das Ganze. Ich habe es auch verlinkt, ne? Oben im Chat. Ist eigentlich angepinnt. Alles gut, kein Stress. Ich bin wirklich sehr dankbar um jeden, der da einen Stream guckt. Einfach nur, weil wir brauchen da die Wiedergabezeit. Das ist die Sache. Und damit hat YouTube wirklich das Ganze schlau gemacht, muss man sagen. Auch wenn 4000 Stunden Wiedergabezeit in den letzten 365 Tagen schon echt viel. Also das musst du, das ist schon heftig. Also mit einem Julex-Kanal hätte ich das in ein oder zwei Videos. Aber halt nicht mit, ja, Stream-Highlights und so. Oh Gott! Oh, 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 oh. Junge, das bounced aber auch anders hier. Komm, ich meinte, ich komme hier noch irgendwie links rum? Nee, wir müssen auf die Brücke da hoch. Oh, ja, okay. Tschüss. Ja, das war's dann aber auch. Du hast den Truck geschrottet. Oh nein. Ich bin auf dem Fernseher. Wow, nice, Mann. Also auch gerne, wenn ihr eher am PC seid oder nichts Besseres zu tun habt, guckt die, lasst die Es Kickt Videos einfach im Hintergrund laufen. Könnt ihr auch ohne Ton machen, juckt ja nicht. Oder ganz leise. Aber einfach nur so im Hintergrund laufen lassen, einfach damit wir die Wiedergabezeit kriegen. Das ist wirklich, das wäre wirklich nice. Vor allem 2000 Stunden, das ist jetzt nicht mehr so unglaublich viel. Müsst ihr einfach überlegen, es müssen im Prinzip 500 Leute einfach nur einen Stream komplett gucken.
So ein 2-Stunden-Stream, 500 Leute. Oder halt 250 Leute, 2 Streams gucken. So. Und dann haben wir das. Also schon machbar. Ist jetzt nicht unerreichbar. Kann man bei Google Play Pay auch mit Google Play Cards bezahlen? Beziehungsweise Apple Pay, die Karten im Supermarkt? Müsste ja. Irgendwie bestimmt. Ich habe kein Android, keine Ahnung. Aber ich meine schon, ja. Wieso, was hast du vor? Was hast du vor, mein Junge? Auch komisch gesetzt hier die Checkpoints, sag ich dir ehrlich. Bin ich blöd oder gibt's keinen Chat auf YouTube? Doch, eigentlich schon. Chat, YouTube, schreibt mal was. Gibt's euch noch? Der Akronym sagt, es gibt euch nicht. Das ist schlecht. Hier Ausgrabungen. Verrückte Sachen gibt's hier. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, war das knapp. Habt ihr es gerade gesehen? Junge, es war ja so knapp. Aber der fährt sich angenehmer als der Monster Truck in GTA 5. Barbier, gib Gas! Genau, gib Gas! Wir sind dabei, mein Lieber, wir sind dabei. Oh, jetzt hier noch den Kontrollpunkt. Gib mir den Kontrollpunkt. Und jetzt muss ich safe da runter. Sag ich doch. Junge, es ist so. Die Kontrollpunkte sind schon mies dumm gesetzt irgendwie. Oh Gott. Dragon ist da. Ey, was geht? Mach mal. Mach mal so ein Fauchen. Mach mal so ein Fauchen wie so ein Dragon. Wie macht ein Drache? Arr. Nee, wie macht denn so ein Drache? Oh Gott. Ja, heute können wir leider nicht so lange streamen, auch wenn ich echt Bock habe. Nur so bis um halb ungefähr. Da bin ich leider noch verabredet. Also was heißt leider? Dann bin ich noch verabredet. Freue mich auch. Aber morgen ist der Plan, dann mal nachmittags ein bisschen mehr zu streamen. Mal gucken. Mal schauen. Am besten wäre, wenn es regnet draußen, weil dann habe ich kein schlechtes Gewissen, dass ich drin hocke. Immer bei dem geilen Wetter habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, dass ich drin sitze. Ui. Als ob ich den nicht gekriegt hätte. Finde wohl nicht das richtige Icon. Schick davon gerne mal ein Bild auf Discord in Support, dann das wäre ja auch mal wichtig für mich zu wissen irgendwie. Dann kann ich da gerne mal gucken. Beziehungsweise die Moderatoren können dir gerne helfen. Spielst du dann auch noch die beiden Enten von GTA 4? Bro, ich wusste nicht mal, dass es 2 Enten in GTA 4 gibt, ne? Ich habe GTA 4 noch nie zu Ende gespielt, deswegen bin ich da ja selber so hyped drauf. Deswegen bin ich da ja selber so scharf drauf, das jetzt endlich mal zu machen. Weil es ja doch letztendlich ein bekanntes, schon großes Spiel ist so, aber ich habe es selber noch nie gespielt und das nervt mich. Das nervt mich selber sehr. Ich hoffe ihr... Oh, guck mal, da hinten sieht man sogar den Maze Bank Tower von hier. Lul. Ich hoffe wirklich sehr, dass ihr alle aber auch am Start seid, wenn wir GTA 3 spielen. Was ich glaube von vielen auch, also zumindest von mir, dass, der unbeliebteste GTA-Teil ist, wenn man so will. Und dementsprechend hoffe ich sehr, dass ihr da trotzdem mit am Start seid, damit ich hier nicht allein sitze. Aber das ist ja auch nicht so lang, das sind ja nur 8 Stunden oder so. Also das ist 1 oder 2 Streams, wahrscheinlich 2. 2, 3 wahrscheinlich. Realistisch. Mark, ja, dieses Jahr gibt es auch Halloween in GTA. Safe. Bam! Für das Rennen haben wir jetzt 4K gekriegt. Nice. Wäre doch was für Sound Alerts. Drachengebrüll. Das können wir machen, ja. Ja, auch hier, wir speichern es einfach jedes Mal zwischen, damit wir es auf jeden Fall haben. Soll ich mal ganz schnell gucken, ob es sowas gibt? Sound. Ja, guck mal, wenn wir eh hier sind, dann schnappen wir uns auch hier die Mission als erstes. Ich wollte gerade schon zur nächsten fahren, aber wenn wir hier eine haben, machen wir die auch erstmal schneller. Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Luxi einfach im Support. Heute Abend kommst du nochmal online? Weiß ich noch nicht. Ich denke eher nicht. Aber wenn ich sehr früh zu Hause sein würde. Dragon, das war noch ein super Song für dich. Hier, das habe ich gesucht. Dragon. These nuts. We're fighting. I'll be a hero and I'll lose. People should be buying stuff. Is that you are? Did a new social agenda. Now this is a. So. Dragon ist jetzt in Alerts drin. Heißt einfach Drache. Heißt einfach Drache. So, let's go. Wir starten uns im Motorrad. Du musst dieses Motorrad benutzen, um irgendjemanden umzubringen. Perfekt. Dann machen wir das doch direkt. Ach, das ist eine Bahntrasse. Na egal. Boah, guck mal, wie wild das aussieht hier mit direkt 2 fetten Brücken. Bitte gibt das nächste Eventwoche doppelt Geld auf Spezialfrage. Ich würde mal doppelt Geld und RP auf Dingsbums feiern. Auf Schrottplatz heißt's. Das wäre geil. Ah, Drache hat schon einen Sonderstatus, der Dragon bei uns. Der hat sogar jetzt seinen eigenen Jingle bekommen. Oh, fuck. Oha, wo ist der Drache? Wo ist der Drache, der uns hier angreifen will? Dieses Drachengebrüll. Siehst du, so schnell werden hier Wünsche umgesetzt. Dragon schreibt, wäre doch was. Bei einem Sound Alert so ein Drachengebrüll und bam ist es drin. Ja, hallo. So ein Ding nämlich. Wie findest du dein Gebrüll? Ist das ungefähr akkurat zu dem, wie es in echt klingt? Safe, oder? Das sind nicht Liberty City Stories und Vice City Stories. Wie soll ich denn das spielen, bitte? Wie soll ich denn das machen? Fahr links auf gleiche Höhe mit dem Truck und halte das Motorrad in Position. Okay. Habt ihr das gerade gesehen, was mit den Polizeiautos abging? Just a little closer. Max, keep
Jawohl. Puff. Jawohl. Hört sich gut an. Ja. Sehr gut. Aua. Steig in den Truck und fahr ihn zur Werkstatt. Na dann. Machen wir das doch. Oh je, jetzt haben wir wirklich so viele Tiere mit ihrem eigenen Jingle. Wir haben jetzt ein Wölfchen. Wir haben jetzt einen Drachen. Das hat irgendwie jeder seine eigenen Sounds hier. Drachen sind aber halt auch coole Tiere, ne? Da kann man nichts machen. Sind schon wild. Nur Einhörner sind krasser, sag ich dir ehrlich. Einhörner sind auch echte Banger. Oh, guck mal hier, und jetzt? Nice. Jetzt gehen wir hier einmal eine Runde nach links. Jetzt noch nicht, nix erst. Hier. Ich bin so krass, wie GTA San Andreas es schafft, in den gesamten Städten immer ein komplett anderes Setting zu erzeugen. Also das, was wir jetzt hier so sehen, da hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass es das gleiche Spiel ist wie vorhin. Noch im Gangkampf in Los Santos. Wisst ihr, was ich meine? Julian, was geht ab? Und Super Groovy ist auch auf TikTok am Start. Was geht? Was Einhörner für einen Sound machen? Gute Frage, mein Lieber. Soll ich mal im Soundboard gucken, was da vorgeschlagen wird? Das Unicorn. So, nachdem macht ein Unicorn so einen Sound. Also dieser erste Sound, dieses Lüdum, das ist safe ein Unicorn. Unicorn. Süß. Ein Alien Sound, boah. Sowas wahrscheinlich. Irgendwas Süßes? Gut, das haben wir. Schon lange. Ja, sowas. Illuminati höchstens so, ne? Du hörst dich an wie ein Alien. Du hörst dich an. Ja, sowas. Der Otter ist ja einfach nur so ein Quieke. Oh, stimmt, jetzt kommen ja noch die ganzen Automissionen. Oh, Mist. Jetzt kommen ja diese ganzen Autohausmissionen noch. Ja, stimmt. Jetzt, wo ich sehe, müssen wir den Dingsbums hier kaufen. 50k. Gib ihm. Wangkas, Immobilie gekauft. So. Easy. Sind wir nämlich stolzer Besitzer eines Autohauses. Eines Automobilhauses. Ich glaube, wir gehen jetzt in die letzte Mission schon. Letzte oder vorletzte, müssen wir mal gucken. Ein bisschen rushen natürlich. Lass die Spur nicht kalt werden. Habe ich nicht vor, mein Lieber. Habe ich nicht vor. Man muss, kann sagen, was man will, aber die Missionen sind schon immer im Story-Modus, sowohl in GTA als auch in GTA San Andreas, also GTA 5 als auch GTA San Andreas, schon immer sehr, okay, scheiße, ich hätte da links fahren sollen. Ah, nee, doch nicht. Perfekt. Die sind schon immer sehr abwechslungsreich, die Story-Mission, kann man nichts sagen. Meinst du eigentlich, die beiden Enden von GTA 4 durchspielen, dieses DLCs mit Ballad of Gay Tony? Der Tiger, was geht? Ja, ja gut, das sind ja keine anderen Enden, oder? Das mit Ballad of Gay Tony ist ja im Prinzip einfach nur ein... Das ist krass, ne? In GTA 5 haben wir kein einziges DLC bekommen. Die anderen Teile hatten eins. Jetzt einfach kann man die Bäume umfahren. Das ist mir völlig neu. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Soll ich den irgendwie töten oder einfach nur hinterherfahren? Buff machen, oder? Soll ich? Nee, soll ich nicht. Schade. Das war schon mal nichts, müssen wir ehrlicherweise zugeben. Aber wir wissen ja schon die Route. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich dem jetzt einfach ewig folgen? Oder? Ja, weil die Sticker sowieso nicht benutzt werden, Dragon. Wenn die ein bisschen mehr benutzt werden würden, können wir da auch gerne einen Drachen reinmachen. Aber bis dahin müssen die erstmal ein bisschen benutzt werden. Solange rammen soll ich. Ah, okay. Ramme das Auto am Heck. Ah, jetzt sehe ich es. Okay, perfekt. Darf ich die jetzt killen? Ah, hat die genug Angst gekriegt. So, Auto zurückbringen und dann haben wir es, oder? Reparieren und dann weiterverkaufen. Das Auto Schrott aus, das ist doch ein kompletter Totalschaden. Zumindest mal ein wirtschaftlicher. Also ob sich das lohnt zu reparieren? Ich bezweifle. Love is in the air. Nice. Ja, der ist nice, der Sticker. Danke dir. So, jetzt haben wir 21. Ah, easy, schaffen wir noch eine Mission. Test Drive. Ich kenne, also wirklich, wir haben, die Sticker wurden in letzter Zeit so selten benutzt, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was es da so gibt. Aber ich finde die eigentlich ziemlich geil, weil die ja auch alle sich, also weil die ja automatisch aktualisiert werden und so. Ich finde die eigentlich ganz nice. Da gibt es echt viele zur Auswahl. Und du weißt nie, welches, was du kriegst so mäßig. Also manchmal, die kosten ja alle gleich viel, ne? Die kosten ja alle 100 Bits oder 50 Bits oder so, glaube ich, ne? Und manchmal bekommst du wie eben so einen kurzen nur. Und manchmal kriegst du aber auch so einen Sticker, der einfach so 40 Sekunden absolute Party-Eskalation hier macht. Das ist immer ein bisschen random so. Aber immer sehr nice. Love is in the air. Oh, die Taxis können ruhig ein bisschen schneller fahren. Ne? Hätte auch Bock, mal wieder so ein paar random Games zu zocken. Supermarkt-Simulator ist ja wohl aktuell ziemlich im Hype. Da hätte ich auch Bock drauf. Love is in the air. Ui. Lol. Oh yes. Einfach ein Auto aus dem Showroom geklaut da oben.
Verrückt. Guck mal, in GTA 5 fahren wir in den Showroom rein mit Franklin und Michael und hier fahren wir raus. Hm, was finden wir cooler, rein oder raus? Erster, aha. Ja, da kam ich doch gerade her, Mensch. Was finden wir cooler, rein oder rausfahren? Oh Gott, jetzt kommen die Cops. Der macht uns aber auch nur Schwierigkeiten, der junge Mann hier. Junge, ist Nitro, man merkt nichts vom Nitro. Außer beim Bremsen da schon. Nämlich, dass das Bremsen schlechter gemacht ist. Oh nein. Hey, Alpha Kevin, bleib mal ein bisschen jugendfrei noch. Erst nach 22 Uhr, mein Lieber. Alter, Pydragon hat den Musikknopf gefunden. So ein Ding ist das nämlich. Danke dir, mein Bester, für diese kleine und feine Musikeinlage. Passend zu GTA San Andreas. Machen wir, gib Gas! Ja, ja, wir geben Gas, Matze, wir geben Gas. Vielen herzlichen Dank für deinen Support. Ist er hier gerade durch den Baum gefahren? Glaube schon. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber, für deine Musikeinlage und damit auch deine Dono. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben, finde ich, so viele nice Lieder im Soundboard, die einfach gar nicht genutzt werden. Sind wir traurig. Das ist auch geil gemacht, die Dinger. Das ist schon krass gemacht, die Mission. Das ist wie alt das Game ist. Oh mein Gott, es hat gebrannt. Aber wir sind noch rein. Oh Gott sei Dank. Nice. Customs Fast Track. Steigt zur Caesar ins Auto. Wir sind hier voll im Autohändler-Game jetzt gelandet. Junge, wir sind der neue Simeon. Nur wir sind nicht ganz so nervig. Wir sind noch keine 100 Meter von unserem Haus entfernt und schon sind unsere Karre kaputt. Aber ey, nicht so schlimm. Dafür haben wir eine Werkstatt, nicht wahr? Um genau diese Probleme zu lösen. Stimmt, jetzt kommt auch so eine Kran-Mission irgendwie, oder? Ja. Weil jetzt kann man ja auch irgendwie Autos klauen. Boah, drei Autos müssen wir jetzt holen. Irgendwie sowas war das doch. Love is in the air. Sowieso. Dragon, wenn du da bist, ist sowieso die Love in the Air. Fun Fact oder Spoiler, besser gesagt. Egal welchen ich hier als erst nehme, es ist sowieso der dritte. So. Sag ich doch. Ist sowieso der letzte. Immer. Supermarkt-Simulator Rinder. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem Suchteffekt. Weil alle, die ich gesehen habe, die es angefangen haben zu zocken, die suchten das jetzt richtig. Da habe ich ein bisschen Angst vor, um ehrlich zu sein. Freaky Gamer, was geht mal? So, haben wir ein Auto? Und dann verkaufen wir das jetzt, würde ich sagen. Puff. So, kein Problem. Alle einsteigen. Ja, nicht so schlimm. Einfach alle einsteigen. Einfach fahren. Einfach fahren. Nicht beachten. Oh, das war falsch. Wir müssen hier lang. Ah ja, okay. Stoßstangen schweben in der Luft. Wer kennt's nicht? Und hier Steilkurve. Woo! Yippie! Und jetzt hier noch einmal Rechtskurve. Och. Machst du schon Pumpen in San Andreas? Das sehen wir uns für das Ende auf. Wir gucken, dass wir echt die Hauptstory hier durchballern. Und dann machen wir noch diese ganzen extra Sachen mit Pumpen gehen und diese ganzen. Dann dieses eine Motel, wo man auch den GTA 6 Leak sieht und so weiter. Das machen wir alles dann noch. Genau, hier ist nämlich die Simeon-Tafel. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, danke Drang. Alles klar, Luxi. Ein Moderator wird sich bald bei dir melden. So, ich würde sagen, wir speichern nochmal kurz. Ich habe jetzt noch so ungefähr 5 Minuten. Meint ihr, wir schaffen da noch eine Mission? Eine schnelle vielleicht. Wir probieren es. Aber 35 spätestens muss ich los. Roland Fischer, mein Bester, danke schön für dein Abo auf YouTube. Ich finde übrigens unsere Abo-Animation sehr nice, die da immer kommt mit dem Herz. Mit dem Anton-Herz. Herz-Anton, wie auch immer. Durchlöchere die Reifen des Zielautos mit Nagelmatten. Okay. Wild. Deine Mama hat dich heute aus der Wohnung geworfen. WTF, was passiert, Markus? Da müsst ihr euch aber richtig gefetzt haben. Was denn da passiert? Okay, vielleicht ist bei der Thematik, wenn Markus schreibt, seine Mutter hat ihn aus der Wohnung geworfen und ich singe Love is in the Air, ist vielleicht nicht so der beste Moment. Aber ich habe so einen Ohrwurm. Ein Dragon ist schuld. Ja, will er jetzt wirklich mit dem Basie auf mich losgehen? Dann, ja, besser ist es. Aus dem Weg, meine Kinder, aus dem Weg! AC Rouge habe ich noch nie gespielt. Oh, das wollte ich. Origin, nee, nicht. Was war das Neueste? Mirage. Wollte ich auch mal zu Ende spielen. Finde ich so ein geiles Game und wir haben es immer noch nicht zu Ende gespielt. Digga, ist ein hässliches Auto, aber auch. Aber hier eben habt ihr gesehen, wie professionell ich die Nagelmatte vor das Auto geworfen habe. Das war schon krass, ne?
Müsst ihr schon zugeben, das war schon stark. Love is in the air. Gefühlt jedes Mal, wenn wir hier vorbeifahren, geht der Bahnübergang hoch. Ist euch das mal aufgefallen? Also jedes Mal. Ah ja, komm, wir nehmen die Laterne noch ein Stückchen mit. Ach, komm, noch eine zweite. Jawohl, guck mal hier. Love is here. Boah, ich habe jetzt so Bock auf diese Las Venturas Map. Holy moly.